Ich stehe unter zwei Teppichen, die beide aus dem 16. Jahrhundert stammen. Sie wurden beide in Ägypten produziert, um Kairo, und unterscheiden sich doch ziemlich stark in ihrer Formensprache. Auf der rechten Seite ein Teppich, der im Stil noch sehr stark der mamlukischen Produktion verbunden ist. Das Mamlukenreich hat bis 1517 über das heutige Gebiet von Ägypten und Syrien geherrscht. Und der Teppich zeichnet sich aus, oder auch die Teppiche dieser Produktion zeichnen sich auch aus durch eine reduzierte Farbpalette mit einem Fokus auf Rot, Blau und Grün. Und sie zeichnen sich aus durch eine sehr geometrische Gestaltung. Auf der anderen Seite, circa 50 Jahre später oder weniger sogar, das Aufblühen der osmanischen Kunst, also das Osmanische Reich hat das Mamlukische Reich übernommen und unter anderem über die Region der heutigen Türkei geherrscht, mit der Hauptstadt Istanbul. Und mit diesen neuen Herrschern kommt ein neuer Geschmack auf, die Kunst erblüht. Und das sieht man hier wirklich sehr schön. Die Technik bleibt die gleiche, die Farbpalette ebenso, aber die Formengestaltung ist viel florealer und viel lockerer. Besonders gut sieht man den Unterschied anhand des Mittelmedaillons. Auf der einen Seite eine achteckige Rosette, stark geometrisiert und ganz stilisierte Pflanzenmuster. Auf der anderen Seite ein Mittelmedaillon bestehend aus einer Blüte, umgeben von einem Blumenkranz. Diese zwei Teppiche illustrieren besonders schön, wie die osmanische Kunst um die Mitte des 16. Jahrhunderts begonnen hat zu blühen. Dies ist ein Teppich aus Kairo, dies ist ein Teppich, der Istanbul zugeschrieben ist. Beide weisen florale Muster auf, speziell gut sieht man das in der Borte. Die ähneln einander sehr. Dieser Teppich stellt eine typische Qualität der Exportproduktion dar. Solche Teppiche wurden beispielsweise nach Italien gehandelt. Und dieses Stück ist ein absolutes Topstück aus der Hofproduktion. Teppiche aus höfischer Produktion zeichnen sich durch eine feinere Knüpfung aus, durch eine feinere Zeichnung. Oft waren Hofkünstler da involviert. Und auch durch teurere Materialien.